haben. Wir sind die Dudes vom Adult Swim Christmas Special. Das hier ist Konstantin, ich bin Tokai und das ist Marco. Den ganzen Clip haben wir in Stop-Motion gemacht. Was heißt das? Wir haben Puppen und Props gebaut und alles Frame by Frame, das heißt Bild für Bild animiert, das heißt ganz wenig bewegt, dann wieder ein Foto gemacht, dann wieder ein bisschen bewegt, dann wieder ein Foto gemacht und so weiter. Und so bewegt sich dann alles am Ende im Clip. Stop-Motion bedeutet auch, dass alles echt ist. Das heißt, alles wurde gebaut von uns. Und wir haben hier zum Beispiel das Auto in einer normalen Größe, wo auch die Puppen reinpassen, die zwei. Und dann haben wir das Ganze noch in einem Mini-Format, damit wir das aus einer Distanz filmen können, da wir halt nicht unendlich viel Platz haben. Viele haben uns gefragt, wie wir den Schnee hinbekommen haben, weil einige dachten auch, dass es nicht echt sei. Aber wir haben einfach Watte genommen und dann animiert man das auch so, dass sich das bewegt. Macht man so, macht ein Foto, dann wieder ein bisschen so, bewegt das nach hinten, macht ein Foto und schlussendlich sieht dann das ziemlich echt aus. Für die dynamischen Camera-Movements, die wir in unserem Clip hatten, haben wir die Ehre gehabt, mit Roberto zusammenzuarbeiten. Das ist unser Roboterarm. Und der übernimmt alle Kamerafahrten für uns. Das kann man auf dem Computer erstmal programmieren und sagen, was er genau für eine Fahrt machen soll und wie er sich jetzt in unserem Fall ums Auto hin herumbewegen soll, damit wir das später zusammen animieren können. Ein anderes kleines Problem ist, sind die ganzen Kabel, weil man braucht überall Licht und es muss halt konstant sein, darum kann man keine Batterien verwenden und dann hat man natürlich überall diese Kabel rumhängen und da muss man entweder schauen, dass die erst gar nicht im Bild sind, wenn es aber unvermeidbar ist, muss man die dann in der Post-Production einfach rausretuschieren. Das Ganze besteht aus Styrodur oder aus 3D gedruckten Teilen oder manchmal auch aus einfach nur Müll. Wie zum Beispiel das hier. Das ist die Karosserie, die unter dem Auto klebt. Das hier ist unsere Werkstatt und so bauen wir unser Prop zusammen. Und tschüss, das war's von uns. Wir gehen jetzt wieder in die Blackbox und weiter animieren.